bitte. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, wieder eine Runde in der wunderbar fantastisch science-fictionösen Welt von Ark Survival Evolved. Und bei mir ist heute die ganze lustige Rasselbande. Ich melde mich übrigens aus dem Dachgeschoss von Baldur Askerson. Hallo. Und der Kameramann, der... Wo ist denn der überhaupt? Ja, ich bin Holzhacker. Der... Ja, der Lupus Nox, der schon am Holzhacken ist für heute. Hallo und willkommen. Der ist schon am Holzhacken. Der schaut zu, dass wir Holz vor die Hütten kriegen. Ja, um die Hütte. Ja, denn unser Plan für heute war, das dritte Haus aus, beziehungsweise überhaupt mal weiterbauen. Hier sind so ein paar Holzstacheln, die kann man ja wegkloppen. What? Ich komm raus, warte. Da kannst du ja leicht den Zaun abbauen. Nein! Warte! Oh! Der ist ja dann weg. Ist ja doof. Was denn? War nur Spaß. War nur Spaß, bevor ihr wieder Panik schiebt. Über was ist weg? Ich hab gar nicht mitbekommen, was du überhaupt machen willst. Der Lupus hat doch gerade gesagt, du könntest auch den Zaun abbauen. Ach so. Hab ich so gar nicht wahrgenommen. Kann man den Bambus da mittlerweile eigentlich abbauen? Immer noch nicht, ne? Was für ein Bambus? Was? Nee. Doch, das sind Pflanzen, also. Für Beeren und so ein Kram, aber ich merk's gerade, ja, das ist sehr blödsinnig, wenn ich. Aber Thatch und so, Cornshit of Yesen. Thatch. Ich wollte gerade sagen. I hit the wood in the wood in the Sherwood. Ja, ich hätte vielleicht eine zweite Axt mitnehmen sollen, meine Axt ist schon. Oh, ich muss was essen. Ja, dann reparier sie doch. Ja, ist Metall. Ja, das ist eine Metallaxt, die kannst du nur an der Schmiede. Achso. Oder an der Bergbank vielmehr. Ich weiß schon, warum ich die Holzäxte, beziehungsweise die Steinäxte mag. Yep, aber ja, die sind aber halt du kriegst leider ineffektiver. Eben, du kriegst fast doppelt so viel raus. Haben wir eigentlich noch den schwebenden Baum oder hat sich mittlerweile einer erbarmt und ihn gefällt? Nee, der respawnt hier immer wieder. Kann sein, dass der nicht mehr respawnt, weil dein Haus zu nah dran ist. Ja. Yeah. You are encumbered. Oh, yeah. Aber ich glaube, in Kambat bist du ja schon bei 95% deiner der Auslastung deiner Tragkraft. Ich glaube weniger. 90. Doch, ich bin bei 95 und in Kambat. Ja, wir haben heute vor, die eine Holzhütte fertig zu bauen, die der Baldur irgendwann in einem Anfall von Tobsucht. Von Tobsucht, ja. Der Einsatz stört. Wenn der Baldur tobsüchtig wird, dann baut er Hütten. Okay, jetzt bin ich so hart entkammert, dass ich nicht mehr laufen kann. Das ist schlecht. Halt die Schnauze. Ich würde sagen, das Haus bekommt auf jeden Fall mal Fenster. Und haha. Bauen wir mal drei Stück davon. Ja, die Sachen, die Holzsachen sind auf jeden Fall besser wie Thatch, aber auch entsprechend teuer. Also da muss man schon ein bisschen farmen, um überhaupt was hinzukriegen. Ja, sie sind aber auch recht massiv. Ja, ja, ich zeige das mal ganz kurz hier, zum Beispiel eine wooden Wand oder wooden Wand, wooden Wall. Wooden Wall? Wo ist sie denn? Jetzt bin ich gerade da. Die kostet 40 Holz, 10 Thatch und 7 Fibers. Und was man dann natürlich auch braucht, ist eine, oder was natürlich sehr sinnvoll ist, ist auch eine Holz Foundation. Müsst ihr mir bitte mal helfen. Was ist denn? Ich habe nichts mehr im Inventar, was ich droppen kann. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wo stehst du dann? Ich guck zwischen zwei Felsen auf den hohen Zaun. Willst du mal eine halbe Stunde warten? Dann zähle ich gerade den Level 60 Dodo. Ach, ach, wurden. Da. Von der Holz. Nein, ich will keine halbe Stunde warten. Von der Holz von der braucht man zwei Stunden. Ja, ich such dich. Ich stehe hier halt zwischen den Felsen direkt gegenüber von dem großen Zaun. Ja, ich krieg dich aber so, immer noch. So ein Baum auf einem der Felsen, was übrigens sehr beeindruckend aussieht. So ein Scheiß, dass ich mitten im Wald stehe und keine Bäume sehe. Ah, da bist du hier. Ja, da bin ich. Hilfe. Ja, dann. Kann ich dir mein Holz geben? Ja, klar. Alles klar. Ich bin halt, ich will dir nicht auslegen. Hast du noch Fiber? Ja. Super, gib. Ja, kommt. Bitteschön. So ist meine Axt kaputt gegangen, aber ich habe. Yay, ja, ich habe 9 Ceilings. Ich brauche noch ein Wooden Foundation.
80 ja. Watt. Ja. Tut mir leid, da kann ich dir leider nicht mitgehen. What the fuck? Nee, hab ich schon, hab ich schon. Ich sehe gerade, ich habe hier noch zwei Thatch Walls. Ich glaube, die setze ich mal gerade an die Hütte, die ich am Bauen bin. Dann kann man, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Tragkraft eventuell. Ja, geht's dann auf 90 Holz, bis ich nicht mehr laufen kann. Und wie gesagt, Tragkraft ist halt schön zu skillen, aber ich will meinen Charakter halt so einen Superrenner machen. Ja, du, kein Problem, nur ich würde da echt empfehlen, mindestens 5 Punkte drauf zu machen. Ansonsten wirst du wahnsinnig. Das habe ich auf einem anderen Server auch mal gemacht. Halt irgendwo mal, brauche ich nicht. Ich bin Kirrigin, wenn ich mal irgendwas alleine machen will. Ja, aber du kannst dann auf jeden Scheiß mindestens 5 Punkte setzen. Das finde ich halt auch ein bisschen blöd. Weil ja, aber ich weiß jetzt nicht, was du als Superrenner willst. Ich bin schnell und zog mich keiner ein. Er kann super weglaufen. Ich bezweifle, dass du da musst du aber, glaube ich, schon alles reinsetzen, damit du einem T-Rex entkommst, weil die sind echt schnell. T-Rex will ich doch nicht entkommen. Ja, wem willst du denn entkommen? Gegnerischen Spielern. Da reichen, glaube ich, 5 Punkte. Ich sag nochmal T-Rex. Rex kann man nicht entkommen. Die Rexe sind nicht zum Entkommen gedacht. Und im Gegensatz zu dem Film Jurassic Park können sie Bewegungen wahrnehmen. Also Quatsch. Bewegungslose Charaktere. Bewegungslose Sachen wahrnehmen, ja. So, ich zimmer mal ein paar Wände rein. Ja, ich glaube, das hat auch irgendwann mal ganz am Anfang einer von den ersten Let's Playern versucht. Wenn er sich nicht bewegt, ob der T-Rex ihn dann angreift. Der hat ihn natürlich angegriffen. Ja, das war wunderschön. Ja, aber ich glaube, als Jurassic Park entstanden ist, war das auch noch der Stand der Forschung, dass der angeblich nur auf Sachen gegangen ist, die sich bewegt haben. Ah, Jurassic Park und Stand der Forschung, das lasse ich jetzt mal so im Raum. Nee, also ich hab schon bevor Jurassic Park rausgekommen ist, das gehört, dass er wohl nur... Dann wäre er aber verhungert, weil er sich auch teilweise von Aas ernährt hat. Genau, das haben sie dann kurz darauf gesagt. Dann haben sie dann festgestellt, oh, der hat sich ja von Aas ernährt, dann kann das ja gar nicht sein. Unter anderem. Ja. Also nicht zwangsläufig, aber... Ja, also unter anderem oder auch halt, ja. So, mehr Woodwände. Naja, jetzt könnte ich ganz blöd sagen, hast du hier immerhin schon mal ein Dach über dem Kopf, aber... Ja, wir haben nichts zum Festmachen von dem Dach. Ja so, doch, ich sag ja, das ist schon ein Dach über dem Kopf. Dafür ist die Seite offen. Einwandfrei. Einfach nur, um es nochmal zu sagen. Das sieht so geil aus. Einwandfrei. Ja, das ist dann halt ein Pavillon. Okay. Ach, da hackt jemand. Ich sehe da einen Baum umfallen. Da hackt jemand. Ja, wer ist das wohl? Bringen um. Okay. Gibt's eigentlich noch Friendly Fire? Ja. Wenn ich jetzt gut gezielt habe. Und hab ich getroffen? Nee. Was kannst du überhaupt? Mist. Nee. Richtig, Mist. Treffe ich dich überhaupt nicht oder nur ganz knapp nicht? Nämlich hast du gar nicht, keine Ahnung, ich habe den Pfeil nicht mal gesehen. Also ich habe 3 Pfeile, müssten relativ nah an deinem Kopf vorbeigeflogen sein. Keine Ahnung, dass die da dich auch nirgends verstecken bleiben. Habe ich dich getroffen? Nö. Schade. Sag mal, wollt ihr hier jetzt craften oder euch gegenseitig beschießen? Ja. Guck mal, was ich hier gerade gecraftet habe, ja? Baldur, ich hasse diese neue Anwandlung von dir. Ich hasse sie. Was denn? Der Baldur setzt nämlich neuerdings tolle Prioritäten. Wenn ihm jemand eine Entweder-Oder-Frage stellt, dann gibt er eine Sowohl-als-auch-Antwort. Baldur, Bock auf Eis oder Schokolade? Ja. Ja, solche Leute kenne ich auch, das ist so. Ja, da merkt man, der Baldo, der sitzt nicht gerne Prioritäten. Das ist, Doch, aber wenn es mir halt egal ist, mache ich beides. Ach so! Okay, er setzt seine Prioritäten etwas großräumiger. Ja. Und? Was dagegen? Also entweder habe ich gerade Probleme mit meiner Maus oder hier läuft was ziemlich Dickes, ziemlich Schweres vorbei. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Wenn ich wüsste, wo du bist, könnte ich dir die Frage beantworten. Ich bin vor dem großen Holzball, ein bisschen weiter hinter dem Thatch, hinter der Thatch Foundation. Toronto ist es schon mal nicht. Don't be sure about that. Also bei uns in der Basis quasi. Naja, ja. Ich sag ja, Toronto ist es nicht.
Ja, aber hier ja, ist... Den hätte ich dann doch schon gesehen. Hier ist kein Pronto. Was? Hier ist ja nicht mal Flämmchen. Hallo, gut. Hallo. Doch, ihr lauft gerade an mir vorbei. Was? Ja, jetzt hat's auch aufgehört, wenn ich hier Richtung Klippe lauf. Ach, da bist du. Moment. Warte. Wo ist er? Der ja, hier. Jetzt ist nichts mehr. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen Dekasai, also kein Plan mehr. Ja, hier ist er, links von dir. Oder ah, hier. Da hinten, da steht er. Deswegen keine Ahnung, was der gerade spürt, ey. Für das sind die Blähungen von den Bohnen halt. Ah, ja, okay, das können auch die Vibrationen so, bei dir spüren. Dann setzen wir hier mal die Wood Foundation. So, und da es ein Haus ist, werde ich hier unten da mal ein Fenster reinmachen. Und da mal noch ein Fenster reinmachen. So, und dann die Wände. Habe ich denn aus Versehen Y gedrückt? Kannst du kommen rein, kannst du gucken raus. Easy. Ja. Jetzt wird notiert. Sehr interessant. Ja, das ist kein Stress. Hallo. Hallo. So, und die rein und dann setzen wir die Tür. Da. Fertig. Wenn wir noch Fenster hinten rausmachen. Oh ja. Ja, vielleicht in der Mitte oder so. Hau ein Loch rein, warte. Zack. Na, no, kaputt gemacht. Ja, guck da schief an und ist kaputt. Stimmt sowas, den kann man auch nichts machen lassen, ne? Ja, wer kann, der kann. Ja. Da sitzen wir hier noch gerade inne. Ja, schön. Müssen wir nur noch, muss man noch lernen. Wie heißt's, Dingens zu machen? Was denn? Stein, Türrahmen? Nein, die kann ich schon. Fenster laden. Warum baust du dann keinen? Weil ich halt im Moment keine bauen will. Aber wir brauchen doch hier einen. Das sieht scheiße aus. Da haben wir genug Kram da, dann mache ich gerade eine. Keine Ahnung. Glaub nicht. Ich schau mal nach. Find's übrigens auch sehr schön, dass ich immer noch das einzige Mitglied des Tribes bin, das keine grüne Panzerung tragen muss. Ja. Ja, mach dir mal Gedanken drüber. So, warum hast du Wood, Stone. Ah, Lupus, ich hab halt noch ein Privatleben. Ich kann nicht ständig auf dem Server rumhängen. Brauche ich noch Stein. Naja, du bist ja nicht mehr lange nur der Einzige, ne? Es kommt ja bald einer dazu. Ja, das sehen wir ja dann noch. Aber keine Steine mehr? Ich hab Kackeiern. Nein, das ist gut möglich. Ich hab letztens... Ups. Nee, wieso? Hier sind doch noch 100 Steine im Mörser. Da packt er mal die Fackel aus. Die hab ich aber nicht gesehen. Ich hab auch noch Steine. 75. Vielleicht solltest du dir selber die Brille mal aufsetzen. Bin an Schau dich gleich mit der Axt. Ja, im Mörser sind die drin. Wo rennst du denn jetzt hin? Ich hol die von Flamme. Hab. Ja, brauchst du jetzt keine Steine mehr, oder wie? Doch, ich hol die von Flamme. Bitteschön. Liegen vor mir. Hab sie schon. Sehr schön. So. Kino Scheiße. Stone Doorframe. 30 Stein, 16 Holz. Und für eine Tür? Wo ist ein Lupus? Ja. Ich stehe vor der Steintür Nase. Steintür gibt es nicht. Es gibt nur eine Reinforced Wooden Tour. Und die habe ich schon gesetzt. Ach, das ist eine Reinforced Wooden Tour? Los, warte mal. Was denn? Guck mal. Warte. Warte. Ich glaube, da möchte jemand Scheiße fressen. Ich wäre da vorsichtig. Oh nee, was hat er denn jetzt gemacht? Ich hab ihn mit Dino-Scheiße. Also. Du hast eine neue Tür gesetzt. Ja. Ich hab den Lupus mit Dino-Scheiße beworfen. Das ist halt, wenn man die im Gürtel hat und dann auswählt, dann schmeißt er die. Ich möchte mal ganz kurz die Betäubungspfeile demonstrieren, die, ja, wenn man sie halt auf jemanden abschießt, der keine Rüstung trägt, da braucht man zwar schon nur einen Pfeil. So. Und da kann man mit denen ganz lustige Sachen machen. Ja. Zum Beispiel Zwangsernähren. Ja, aus irgendeinem... Ach, da. Danke. So. Genau, zum Beispiel Zwangsernähren. Das ist ja doof, das geht gar nicht mehr. Nimmer? Ja, weil vermutlich zu viel Schaber. Ich lese jede Patch-Note.
Das heißt nicht, dass ich jeden Satz lese. Tja. Ein Tranquilizer-Pfeil verschwendet, mein Freund. Ja, und? Das war's wert. Das Schöne ist, ich kann dich trotzdem weiter mit Dino-Scheißen bewerfen. Es gibt schon mal, das würde ich mal behaupten. Ja, ist halt, wenn man die im Gürtel hat, die kann man nicht einfach quasi in die Hand nehmen. Die schmeißt man dann automatisch, wenn man sie auswählt. Ja, diese Zwangsernährung mit Scheiße, das hat halt viele sehr stark an andere Spiele erinnert und die Aspekte von Folter und sowas, die halt darin vorkommen, und das wollte man in Ark, glaube ich. Ja, auch wir wollen ja keine Namen nennen. Daisy. Ja, da wird's ja, es gibt einige, die sind der Überzeugung, als Standalone sind sie scheiße, aber als Armor-Mod waren sie halt noch richtig gut. Das mag sein, aber... Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das Ding nie gespielt. Ich habe mal versucht, Arma 2 zu spielen, aber meine dilettantischen FPS-Künste, die waren dann irgendwie ein bisschen zu, dilettantisch halt. Ne, so als Arma-Mod habe ich DSI auch gespielt, aber danach... Und Standalone hatte ich keinen Bock, mir das nochmal zu kaufen. Wie gesagt, ich hab's mir halt, Arma 2 mal versucht zu spielen. Ich bin gnadenlos gescheitert. Das ist einfach zu komplex für mich. Ja, Arma ist auch gar nicht so einfach, das ist richtig. Nee, absolut nicht. Gab's irgendwann mal so ein 12-Sekunden Video, wie man auf keinen Fall Arma spielen sollte. Und dann stand er halt vor einem Helipad und vorn dran stand der Ausbilder so von wegen, hey, ich zeig dir jetzt mal, wie man fliegt, du konntest unten wählen, ja, nein. Und dann hat er nein gewählt und dann saß er nach dem Hubschrauber senkrecht auf die Erde zu sausen. Das war schon geil. Ah, jetzt weiß ich, warum man vorhin die ganze Zeit an der Tür dran vorbeigucken konnte. Wer hat denn da gerade was gecraftet in meiner Nähe? Ich hab grad 10 XP gekriegt. Ja, ich hab in großen Pflanzenbeet gecraftet. Achso. Okay, geben die so viel? Krass. Scheinbar. Krasse Scheiße. Naja, ja, gut, die brauchen ja auch dementsprechend Steine, ne? Ich wollte gerade sagen, also ein großes Pflanzenbeet kriegt man A erst mit Level 35 und B kostet das 80 Holz, 40 Thatch, 60 Fiber und 100 Steine. Und die musst du ja alle erst nur noch in deinem Inventar haben. Ja, musst du also tragen können. Ja. So, und dann setzen wir das dann auch mal. Piep. Naja, wenn man halt nur irgendwas mit Bauen macht, brauchst du zwangsweise Gewicht. Also ich finde, selbst wenn man unterwegs ist, brauchst du Gewicht. Also. Oh, jetzt geben wir mal richtig Gas mit dem Triceratops hier. Und jetzt ist der weg. Komm mal nochmal her. Komm mal nochmal her. Hast du jetzt bald über die Steine geklaut? Oder? Nein, ich habe gesehen, dass da Narkose-Bären-Seeds drin sind. Und ach so. Wo drin? In Zera. Mein, geh weg! Ach ja, hatte ich was verbaut. Meine Sache. Und dann will ich die gleich mal da reinsetzen. Weil, es macht echt Sinn, so Sachen halt eben auch zu farmen mit diesen Crops. Also mit den Beeten, weil die richtig, richtig gut sind. Ja, dann tun wir doch noch zweimal Fertilizer da rein. Und dann. Yippie! Geht bei dem Ding voll die Post ab. Hier kann man auch nochmal. Denn in jeden Pot passt immer nur ein Seed rein. Ja. Und je größer die Pots aber sind, desto mehr Früchte kriegt man raus. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich nochmal genügend Material zusammen bekomme für den zweiten großen. Weil Narkosebeeren sind halt sehr praktisch zum Zähmen, aber auch um Erfahrung zu kriegen. Achso, weil wenn was man, brauchst du denn? Was Steine? Ich brauche, und zum fünften Mal, 80 Holz, 40 Thatch, 60 Fiber, 100 Steine. Ja, lass mich die Steine holen, die habe ich nur, komm mal nix. Ja, ich muss ja eh raus für Holz und Co. Ich gehe hier an meine Lieblingsstelle, unten am Wasser. Braucht man die nämlich einfach nur aufsammeln, da braucht man gar nichts. Nichts Ach, schlagen, shit. Wollte ich gerade sagen, sondern einfach nur aufsammeln. Hier liegen so viele Steine. Also hier habe ich mal letztens im Livestream irgendwie, ich glaube, 500 Steine in einer halben Stunde gesammelt oder so. Im Livestream. Ja, der Lupus und der Baldur, die streamen ab und zu auch. Ja, ab und zu. Dann manchmal trommeln sie auch ein bisschen für Europa.
Ja, wir in der Regel sagen wir vorher auf Facebook Bescheid, bevor wir streamen. Also wenn ihr keine Streams verpassen wollt, entweder followen bei Twitch direkt. Oder halt auf Facebook auf den entsprechenden Link klicken. Genau. Sie verlinken sich auch immer beide. Oder halt den einen Link für den Multistream, wenn man beiden zuschauen will. Genau. Ansonsten alle weiteren Links unten in der Beschreibung. Genau. Nein. Schaut rein, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Comments und Daumen hoch, konstruktive Kritik, was auch immer ihr zu sagen habt, ist redlich erwünscht. Wir freuen uns drüber. Oh, wenn nicht, dann halt nicht. Also, das könnte man jetzt auch missverstehen. Der Baldo meint halt, wenn ihr keine Lust habt zu schreiben, dann könnt ihr es auch sein lassen. Genau. Das ist gar nicht schlimm, wir sind dann auch gar nicht traurig. Wir gehen heimlich in den Keller weinen. Wir sind ja schließlich Männer! Eben. Da wird so geweint, dass das keiner mitkriegt. Genau. Ja, außer ich weine gerne in der Öffentlichkeit. Mir macht das Spaß. Wenn du mir 200 Steine bringst, kann ich sogar noch 2 machen. Das wäre noch besser. Stamina. Kann dir auch 200 Steine bringen. Das wird aber, ich glaube, dann in dieser Folge leider nichts mehr. Warum? Ach so. Ja, also, halt sie 100. Geht zwar noch ein bisschen, aber so schnell kriege ich dann Steine auch nicht zusammen. Das, ja, manchmal ist das etwas irritierend, wenn man halt. Es liegen zwar hier massig Steine optisch rum, die kann man aber nicht einsammeln. Nicht alles halt ist, nur ist ein Stein. Oder teilweise, ja gut, das sind unten am Wasser sind es meistens Muscheln, nicht unbedingt Steine. Ich wollte gerade sagen, also manchmal verwechseln ich auch die Steine, die da rumlegen, mit Muscheln. Nein, die Zuschauer wissen schon gerade, was ich meine. Ah, gut. Ich habe hier gerade massig Beispiele. Ja, okay. Also der Amboss steht da echt nicht so gut. Ja, aber der liest sich. Ich liest sich leider nicht anders. Der zieht sowieso irgendwann noch in die zweite Etage. Der zieht nur ein eigenes Gebäude. Kann man die Blueprints eigentlich. Was? Warum zieht der ein eigenes Gebäude? Weil wir für eine Quest eine ausgestattete Werkstatt brauchen. Ja, aber das kann ja auch ein Raum sein. Das muss ja nicht ein eigenes Gebäude sein. Das hat geheißen. Gebäude. Nee. Außerdem haben wir unser Hauptgebäude so klein gebaut, dass wir es nimmer großartig vergrößern können. Und das automatisch dann ein neues Gebäude wird. Aber wir könnten ja eigentlich noch eine Liebe. Könnten ja noch eine in die Breite gehen. Wäre halt auch schön, wenn wir ein größeres Gebäude so als quasi als Arsenal eben mit. Ja, dann müssen wir halt gucken, dass wir das mal in Angriff nehmen und ein Arsenal ganz werden. Großes bauen. Achso. Da fliegt noch Fiber rum. Ja, das Problem ist allerdings, dass wir da, wo wir jetzt sitzen, gar nicht. Also die Foundation unten können wir ja gar nicht so breit machen. Ja. Weil das bei uns ziemlich uneben ist. Ja, du bräuchtest halt, um ziemlich groß zu werden, einen absolut planen Boden. Das heißt, Boden. Wir haben, glaube ich, jetzt, gibt es hier so wir haben, glaube ich, jetzt 4x4. Das ist was Größtes. Insofern ist die Position halt doch nicht so gut. Aber, nee. Naja, aber du kannst ja oben in die Breite gehen. Du kannst ja dann zwei Etagen hoch 4x4 bauen und kannst oben dann ja 2 breit gehen. Oder also ein breit und dann eventuell so noch 2 breit. Ja, wo ist da das Problem? Ich hab da ein Problem mit. Ich möchte das nicht. Nein, das ist schon okay. Hört sich bisher mal halbwegs logisch an. Warum lachst du jetzt, Baldo? Weil ich's kann. Hab ich gerade was Lustiges gesagt, oder wie? Vielleicht. Machst du dich über den Lokus lustig? Vielleicht. Lokus, der macht sich über dich lustig. Bist du sicher? Lassen. Ja, vielleicht. Baldo, schön. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Baldo, ab in die Ecke. Dass du dich einfach so über andere Leute lustig machst, also. Ja. Dann würde mir nie in den Sinn kommen. Nee, überhaupt nicht. Genau. Dann mir sowieso nicht. Ich bin ein sehr liebenswerter Mensch. So, 100 Steine habe ich schon mal. Können auch einige der anderen, die mich schon über Teamspeak gehört haben, bestätigen. Na, dann komm eher mal zu mir. Mehrmals zu mir. Ja, das Schöne ist halt eben, die Sachen für den Croc, also für das Beet, die sind schwer wie Sau und wenn es fertig ist, wiegt es gerade mal 4. Ja. Das, das ist so ähnlich wie die Schmiede, die auch, oder nicht die Schmiede, der Ofen, ich weiß jetzt nicht, wie man das Ding hier nennt. Schmiede. Die Schmelze, ja. Die braucht auch 120 Steine und wiegt am Ende 4 Kilo. Ja. Jo. Und 120 Steine wiegen so an die. Jetzt muss ich mal. Letzten Mal hier mal so ein paar Holzwände. Ja, 100. Über 100 Kilo.
Oh. Wo bist dann du? Wo bist dann du? Wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn? Schalala. Oh. Auf wen wartest du? Ja, dich. Ich denke, ich soll 200 Steine sammeln. Ja, dann warte mal. Dir waren also, ja 100 Steine nicht genug. Ja, ich weiß, dass ich da Hals nicht voll kriege. Voll mit Steinen. Du brauchst nur noch 160. Achso, ja, dann kann ich mich ja. Achso, ja, hab ich ja schon. Kann ich mich auch unglücklich machen. 153. So, und für jeden Zuschauer, der mich gleich sieht, das ist der Zeitlupen-Modus. Ach, ich sammle jetzt keine Steine mehr. Mein Gott, ich kann auf dem Rückweg auch noch massig Steine zeigen. Wollen wir eine Überlänge-Folge? Ja, ich denke schon. Ja, nee, weil hier läuft nämlich gerade so ein Wild Female Trike Level 750 rum. Nein. Die Folge wird nur 5 Stunden dauern, also ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich insistiere. Also nicht nur für Folge. Also nicht nur für Folge, nein. Da würde ich sogar vielleicht sagen, aber ich würde dann eher beim Trike nein sagen. No. Weil ich jetzt nicht so ganz weiß, was wir damit wollen. Den Stegor könnten wir irgendwann noch ziehen. Ja, mit denen kann man weitaus besser Bären farmen. Ja, weil Sattel. So ein Blazing Saddle für das Ding. Ja, kann ich ja machen, ist ja nicht das Problem. Kann, glaube ich, irgendwer von uns schon. Jojo. Wo bist dann du? Ich bin auf dem Rückweg. Ah, ein Licht. Ja, da unten ist geh er. Nicht auf das Licht zu, geh nicht auf das Licht zu. Ja, welches? Da hinten ist ein grüner Turm, der leuchtet, ein weißer Strahl, der leuchtet, noch ein weißer. Dein Licht. Da hinten ist ein blauer Turm. Da hinten ist ein orangener Turm. Was für ein Licht dann jetzt? Ich sag doch, geh nicht aufs Licht zu. Guck. Hier stehe ich. Genau. So. Zeitlupe. Wow. Oh no. Genau. So sieht das aus, wenn man absolut überladen ist. Kurz bevor man anfängt, sich gar nicht mehr zu bewegen. So, da was mir jetzt passiert, sobald ich die Steine hier aufhebe. Jetzt hätte ich fast 200 Steine gehabt. 190 Run Stück. Run to the hills. Yum, yum. Yum, 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 yum. Oh, verdammt, ich hätte hier nicht alle Steine geben sollen. So. Und jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, wo die Tür ist. Zack. Kannst du dich auf den Paar setzen und dann noch reiten? Nein! Oh, ich könnte noch mal eben was essen. Ah, da ist eine Tür. Also mir geben, die Cropplots, also die Beete 30. Krass. 30 EP geben die. Your Frozen. Ja, und wenn du neben mir stehst und das Ding craftest, krieg ich 10,7 Tribe Mate EP. Ja. Das ist halt ein Drittel ungefähr. La 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 la, hey ja, hey ja. Ah, da hat er schon ein bisschen was gebaut an seiner eigenen Hütte. Ja. So klammheimlich. Mir fällt gerade auf, die ist ein bisschen groß, kann das sein? Das ist 3x3. Oh, er hat sie erledigt. Ja, ich dachte, sie wäre 4x3, ist okay. Ach, wenn er denkt. Boah, Alter, ich will Level 15 sein. Ich will Flare Guns bauen. Weil ich mich ja einfach nachts, die ganze Nacht, eine nach der anderen. Blö. Damit auch ja alle sehen, wo wir sind? Richtig. Und wenn sie dann herkommen, dann schieße ich ihnen die Dinger ins Gesicht. Wahahaha! Okay. Ja gut, das bringt halt nichts. Die Flare Gun macht keinen Schaden. Aber es erschreckt auf jeden Fall. Ja, es ist vor allem relativ praktisch, weil du hast ja, wenn Licht ist, relativ starke Fixierung auf Bewegung. Mhm. Also das heißt, du würdest jetzt nur jemanden nicht sehen, der sich auf den Boden schmeißt und sich nicht bewegt, wenn du die Flare Gun abfeuerst. Mhm. Das ist halt der Vorteil, weil du siehst sofort jeden und alles, du nimmst jede Bewegung wahr und wenn es danach wieder dunkel wird, hast du halt ungefähr ein Bild davon, wo derjenige war oder ist und dann kannst du ihn halt beschießen, selbst wenn es danach dunkel ist. So, hab mal ein paar Fackeln angemacht. So eine alte Bundeswehr-Taktik, die haben wir damals beigebracht gekriegt, mitten in der Nacht. Das war schon sehr interessant. Also ein paar Sachen kann man halt auch aufs Spiel übersetzen.
Ja gut, das ist häufig so. Taktiken ähneln sich ja häufig. Und mit einer Flairgun kann man auch allgemein relativ viel für Verwirrung sorgen, insbesondere wenn zwei Personen auf einem Nachtrundgang sind und die Gegner sehen nur einen, der schießt eine Flairgun ab und rennt in die eine Richtung, der andere schießt nicht, rennt in die andere Richtung und feuert dann da eine Flairgun ab. Dann können die relativ schnell verwirrt werden. Da musst du ja jetzt noch so einen Wasserauslass wieder machen. Ja. Den habe ich gerade gecraftet. Ich habe ja noch genügend Steine dafür gehabt. Der Baldur steht wieder rum und guckt auf seine Armbanduhr. Ja. Meine Rolex. Und warum tut er das? Zu Recht, denn die Folge ist. Ich finde die Fackelanimation auch vorbei. Sehr schön gemacht. Da. Weg. So. Sehr schön. Water ist drin. Master. Könnte ich jetzt eigentlich mit den paar Steindingern, die ich da jetzt noch habe. Haben wir eigentlich noch Kreuzungen? Keine Ahnung. Gedöns, Kreuzung. Ich weiß, dass in einer Truhe noch massig Sachen drin sind, aber. Dann schaue ich da mal rein, weil dann kann ich nämlich gerade noch einen Anschluss an das dritte Haus machen. Southern Islands. Sag mal, kann es sein, dass man, wenn man H drückt, auch das Gebiet angezeigt bekommt, auf dem man ist? Wo? Die Bezeichnung für das Gebiet. Wir sind auf den Southern Islands. Ja. Cool. Ja, das wäre ein Halspunkt auf der Karte zu gucken, hey, da sind die Southern Islands. Alles klar, bin ich ungefähr in der Region. Das wäre halt so eine Anfangsorientierungshilfe. Ja gut, wenn man weiß, wo die südlichen Inseln sind. Ja, ist zwar ein bisschen sweepy, weil weiß, was alles als südliche Inseln gilt. Oh, schade. Wir haben keine Nacro-Baby-Seeds mehr. Oder Baldur, hast du noch welche? Ich habe 7 bei mir noch im Inventar. 5 noch im Inventar. Aber wir müssten noch in der vorletzten Kiste noch Milliarden Han. Ich wusste jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Da sind noch 42 drin und jetzt mache ich meine 5 da dabei, da sind noch 47 Seeds drin, also daran mangelt es uns nicht. Und im Trike ist mit Sicherheit jetzt auch nochmal Kram mit drin. Ja, aber keine Nacro-Base-Seeds. Na gut, aber egal. Okay. Die Folge ist vorbei. Oh. Ja. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht gehen wir in eine Höhle. Vorausgesetzt, unser Raptor lebt da noch. Ich bin, wieso? Was dagegen? Nö, wenn ihr in die Höhle geht, finde ich das vollkommen. Das wäre für dich, alle... wäre das super. Allein, wenn du nur daneben stehst, das gibt richtig viel XP. Aha, außer ihr sterbt. Was? Warum sollten wir da sterben? Ich bin da schon alleine durch. Also, mit dem Raptor. Ich bin da schon alleine, also mit meinem Raptor. Ja, ist okay. Ich guck mal. Ich war auch noch nie in der Höhle. Ja, mal sehen. Also bis dahin schaue ich dem Baldur noch ein bisschen beim Bewässerungsanlagen bauen zu. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen denen? Ich weiß nicht. Naja. Rohr 1, Rohr 2. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat bis jetzt, lasst einen Daumen hoch da oder einen Comment oder sogar ein Abo. Wir freuen uns über alles drei. Egal was davon. Aha. Ich sag da mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Arc. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.